Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Lieblingsprojekt. Heute bereits am Dienstag, eine wunderschöne wünsche ich euch. So, ich habe mir natürlich die Kommentare des gestrigen Videos angeguckt, vielen lieben Dank dafür. Und habe einige Sachen mir rausgesucht. Als allererstes möchte ich aber Danke sagen. Und zwar habe ich das auch rausgesucht, lass mich kurz überlegen, warte. Vielleicht kann ich euch das auch zeigen, ich versuche es einfach mal, aber... Ja, die Technik funktioniert nicht. Okay, sehr gut. Uah. Und zwar habe ich ein Unterstützerblatt angelegt. Das heißt, es gibt ja jetzt auf YouTube diese Möglichkeit zu unterstützen. Und ich habe das jetzt für die Kalenderwoche 23 zusammengeschrieben. Und ah ja, das seht ihr jetzt auch. Das sind die Unterstützer der letzten Woche. Und es gibt es immer wieder pro neue Woche. Also für mich hat die Woche jetzt heute inoffiziell angefangen, weil gestern Feiertag war. Und das sind eben unsere Unterstützer. Vielen lieben, lieben Dank dafür, liebe Leute. Das rechne ich euch sehr, sehr hoch an, dass ihr da wirklich einen kleinen Obolus da lässt. Damit das Ganze hier auch sehr gut funktioniert und sehr gut weitergehen kann. Es gab sehr viele Kommentare gestern unter der Folge 95. Unter anderem auch, dass ich wohl den Ladewagen verwenden sollte, weil der wohl mehr Kapazität hat. Der hat hier 46.000 und unser Ladewagen hat 43.000. Somit ist dieses Gerücht auch aus der Welt. Aber, ne, heißt wieder, ich lese die Kommentare nicht. Naja. Wurde auch noch vorgeschlagen, dass ich zwei arbeiten lasse. Einmal mit CP, mit dem 800er und einmal der Kollege hier. Und ich muss ehrlich sagen, die Strecke ist jetzt nicht so weit. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass wir das jetzt einfach nur so machen. Viel schlimmer finde ich, dass wir wahrscheinlich den Kurs gestern nicht gespeichert haben. Oder ich habe den gleich einsortiert. Mag sein, ist aber nicht so. Weißt du, was wir machen? Wir werden jetzt einfach den mit Helfer weiterfahren lassen, weil ich habe gestern einfach den Kurs nicht gespeichert. Shame on me. So, okay. Ne, ich wollte es ja ein bisschen in Ruhe ausklingen lassen hier. Ne? Das ist ja nicht immer so, dass man sagt, oh ja, ja, das muss jetzt sofort fertig sein und so weiter. Das ist ja nicht der Fall. Ich will das hier in Ruhe ausklingen lassen. Ich will das hier nicht überhastet ausklingen lassen. Und deswegen mache ich das einfach mal ganz gerne selber. Nicht immer. Nicht immer, bin ich ehrlich zu euch. Aber ab und zu habe ich einfach den Bock, Sachen selber zu machen. Und dann mache ich es ja auch selber. Dauert zwar länger, aber ist ja nicht Sinn und Zweck davon, alles jetzt auf die Minute fertig zu bringen. Ich habe auch ein paar Kommentare mitgebracht, die gestern in den Kommentaren standen, von euch geschrieben. Genau. Da zum Beispiel der Leonard Kohl hat geschrieben: Ich wäre für einen kompletten Neuanfang. Na, da ist es um die Frage gegangen, sollen wir unser Fuhrpark mitnehmen, sollen wir, auf welche Karte soll es gehen und so weiter. Das frage ich immer wieder und da werde ich alle Antworten zusammentragen und dann schaue ich mir das sehr, sehr gerne an. Also der Leonard wäre auf alle Fälle für einen kompletten Neuanfang. Wir haben dann einen weiteren Kommentar vom Treckerfahrer, der geschrieben: Kannst du auf die Mühlenkreis Mittelland gehen? Passend dazu haben wir auch den Jan Bo, der hat geschrieben: Moin, nimm doch die Mühlenkreis Mittelland Map. Also haben wir schon zwei Stimmen für diese Karte auf alle Fälle. Dann hat der 908 geschrieben: Mach bitte einen Neuanfang. Ja, das ist halt eine Sache, die sehr, sehr oft gewünscht wurde tatsächlich. Opala. Der Michael Pickel hat auch geschrieben: Neuanfang, nimm mal andere Maschinen. Ich schließe daraus, dass er mir sagen will, dass wir kein reines Fan-Projekt mehr machen sollen, sondern einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, einfach mal ein bisschen... andere Maschinen auch, getreu nach dem Motto, andere Väter haben auch hübsche Töchter, so auf die Art, kann ich sehr, sehr gerne machen, wenn das gewünscht ist. Ja, und dann war natürlich noch die andere Sache mit, weil ich ja auch gestern noch gefragt habe, ob ihr mich auch gucken würdet, wenn ihr im Urlaub seid. Und da haben auch ein paar Leute geschrieben, zum Beispiel die Verena: Ich fliege bald in Urlaub und werde trotzdem deine Videos gucken. Das ist wahnsinnig nett, vielen lieben Dank. Dann hat der Raphael auch geschrieben: Bin ich im Urlaub, aber schaue mir deine Videos gerne von zu Hause an. Liebe Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße zurück auf alle Fälle. Vielen lieben Dank, Raphael. So, was haben wir denn noch hier? Das muss ich nicht vorlesen. Ja. Genau, der Johannes hat auch geschrieben: Können wir Holzer Map zusammenspielen? Also ich muss mir erstmal... zusammenspielen ist immer schwierig bei mir. Ich sag's, wie es ist. Weil ich habe so unregelmäßige Aufnahmezeiten, das ist einfach eine Katastrophe. Ich möchte natürlich aber auch, natürlich wäre es auch die Möglichkeit, einfach einmal die Woche 7 Folgen oder 5 Folgen aufzunehmen und dann ist gut. Aber ich bin halt nicht so einer, ne?
Also deswegen, ich mag das auch, diese Kommentare so ein bisschen vorzulesen. Und das kannst du halt einfach nicht, wenn du wirklich weißt, oder wenn du wirklich jetzt weißt, hey, ich nehme jetzt einmal die Woche auf, dann ist nichts mit Kommentare vorlesen. Da werden einfach diese 7 Folgen runtergerotzt und dann hochgeladen und fertig, ne? Und das bin ich nie würdig. Das bin ich nie würdig. Johannes hat auch geschrieben, mach noch bitte bis Folge 100. Johannes, wir machen bis Folge 100. Wir sind jetzt hier heute in der Folge 96. Also, wir haben nicht mehr so lange, ne? So. Was haben wir denn noch hier? Genau, hat noch einmal geschrieben, der Biker hat geschrieben, schau dir mal die Mühlkreis Mittelland an. Dann hat noch der Ion, weiß nicht, wie man das ausspricht. Wenn du auf die Holzmap wechseln willst, würde ich dir nicht den Stadtfuhrpark empfehlen. Ah, okay, das ist auch eine interessante Auskunft. PS, die Wiesen kann man auch einfach umgruben, dann hat man sehr große Felder. Ja, das habe ich damals auf der NF Marsch gemacht zum Beispiel. Da habe ich die Wiesen einfach an mich gerissen. Beziehungsweise die gab es ja für lau, die Wiesen auf der NF Marsch, den 17er. Und habe da einfach meine Sachen drauf gemacht, die ich für richtig gehalten hatte, ne? So, was haben wir denn noch alles an Kommentaren? Sehr viele Kommentare kamen rein, Wahnsinn. Der Mod Micha hat geschrieben, ich wäre für einen kompletten Neubeginn, aber verkaufe alle Fahrzeuge, Tiere, Felder und alle gelagerten Früchte und Silage und nehme den Kontostand nach dem Verkauf mit an die neue Karte. Dann noch was geschrieben. Vielleicht könntest du die Mittelland, Map, Mühlkreis Mittelland spielen. Bin auch nicht in Urlaub, bin krank, habe einen Bandscheibenvorfall. Oh nein, Bandscheibenvorfall ist böse. Das ist richtig böse. Gute Besserung auf alle Fälle, Micha. Der Louis hat geschrieben, Neubeginn wäre cool. Machen wir natürlich auch. Der Simon hat geschrieben, ich bin im Urlaub und verbrauche meine mobilen Daten für dich. Ja, das ist sehr, sehr nett und wahnsinnig löblich, Simon. Ich gebe dir vielleicht einen kleinen Tipp, wenn du dein Datenvolumen verbrauchst für mich, guck mal, ob WLAN da ist vielleicht. Und zweiter Tipp, kann ich euch allen als Tipp mitgeben, wer sein Datenvolumen für mich verbrauchen möchte, macht es dann zumindest so, dass ihr die Qualität ein bisschen runterstellt. Also ich kann euch sagen, ein Video in 360p verbraucht bei weitem nicht so viel Datenvolumen wie ein Video in 1080p. Wisst ihr? Also das könnt ihr meinetwegen ein bisschen runterstellen, soweit es euch, glaube ich, habt ihr auch 1080p, 720, 480, 360 und 240p. Je weniger Qualität ihr habt oder haben wollt, desto weniger Datenvolumen verbraucht ihr. Ne? Das kann ich euch nur als kleinen Tipp mitgeben. Alles schon in Eigenerfahrung rausgefunden, kann ich euch sagen. Der Malte hat geschrieben, hi Werner, ich finde die Bettingen auch schön für Let's Play. Die Bettingen habe ich jetzt überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber, ja, why not, ne? Dankeschön auf alle Fälle, Malte. Der Ivan hat noch geschrieben, ich bin in Frührente, daher Zeit für jedes Video, egal wo. Ja, moin, läuft. Der Marvin hat geschrieben, 3 Wochen Urlaub an der Ostsee und bis jetzt noch keine Folge verpasst. Einen Daumen nach oben. Sehr gut, vielen lieben Dank, Malte. Oder Marvin, Entschuldigung. Ich habe gerade die Zeilen vertauscht. Na, auch nicht so schlecht, ne? Auch nicht so schlecht. Komplett neu anfangen, lese ich da gerade im Überflug. Ja, die Mittelkreis, also die Mühlkreis Mittelland haben, wurden jetzt schon von, glaube ich, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten vorgeschlagen, ne? Oh, der Mike Leon hat geschrieben, ich bin im Urlaub in Spanien und zahle jeden Tag 15 Euro für WLAN und gucke natürlich auch deine Videos. Was ist ein Muss? Läuft. Meine Güte, nehmt ihr euch viele. Aber vielen Dank, das freut mich sehr tatsächlich. So, dann hat der Deep Dynamite, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wechsle bitte auf die Mühlkreis Mittelland. Die ist perfekt für dich. Und ich wäre dafür, dass du von vorne anfängst. Okay. Also, wir haben mittlerweile ganz konkrete Aussagen. Mühlkreis Mittelland, neu anfangen, ist jetzt so mal die kleine Zusammenfassung. Holzmap schreibt hier noch jemand. Deutsch soll ich mehr mit reinnehmen, okay. Der Louis hat geschrieben, ich bin in Mallorca und schaue deine Videos trotzdem. Sehr cool. Mittagegale, wie du mich nennst, hat geschrieben, mach bei der BGA den Preis von 800. Das haben wir auch besprochen, das wird kommen. Boah, kamen da viele Kommentare rein. Bin am Gardasee und schaue deine Videos. Sehr gut, Jan, vielen Dank.
mach doch wieder ein Projekt wie Los Hügelland oder Gödenstedt. Ja, es ist halt immer so, Sachen aus dem Alten kopieren ist halt schwierig. Also ich sag's, wie es ist. Ich habe mir auch zum Beispiel die Old Streams angeguckt, ne? Vom Black Sheep, glaube ich, war. Bin ich mir nicht, kann sein. Gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so gut. Da gibt es wirklich Karten, die gefallen mir wirklich besser mittlerweile, muss ich sagen. Moin Werner, ich bin in der USA und schaue deine Videos. Läuft! Nicole, vielen lieben Dank. Bin im Moment in Japan. Für einen Monat durchs Land reisen und gucke eigentlich alle Folgen, nur halt mit 7 Stunden Zeitverschiebung. Passt aber genau zum Schlafengehen. Oh, der Clemens, vielen lieben Dank dafür. Das ist wirklich krass, ey. Das merkt man so gar nicht, weißt du? Ich sitze hier in meinem Kämmerchen und produziere einfach ein paar Videos und auf der ganzen Welt wird das eigentlich geguckt. Das ist krass. Meine Güte. Krebach, auch ein Thema. Krebach ist auch ein Thema natürlich. Dann haben wir noch der Lukas Meyer geschrieben, Mühlenkreis Mittelland. Der Julian F. hat geschrieben, Mühlenkreis. Also die Mühlenkreis, da muss was dran sein, muss ich sagen. Dann hier der Dani hat auch geschrieben, Mühlenkreis. Meine Güte. Warum fahre ich eigentlich durch den Wald? Würde es toll finden, wenn du von vorne anfängst. Ja. Habe ich vor. Oh, da ist ein langer Kommentar. Warte mal. Vom Moinsen Tom. Warte, Tom, Moment, lauf nicht weg. Ich muss kurz hier abladen, dann lese ich dich gleich vor. So, wir werden hier nicht glücklich werden, glaube ich. So, der Tom hat geschrieben. Also, ich würde mich mega freuen, wenn du eine normal große Karte nimmst mit dem mittelmäßig großen Fuhrpark anfängst. Das habe ich nicht so oft bei dir gesehen. Also kein Fan 1050, sondern 300 oder 500er. Kein New Holland T9, sondern T6 oder kleine T7. Das wäre doch mal echt cool. So wie Nordfriesland oben in Nordsee, da gibt es große Maschinen und vielleicht schaue ich... okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst, auf alle Fälle. Tom, ja, ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen, auf alle Fälle. Ne? Ganz viele andere Kommentare noch. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich da die vorlesen kann. Neubeginn. Kein Neuanfang wird hier geschrieben. Okay, ist auch eine Aussage. Was haben wir noch hier? Oberösterreich, okay. Neustart. Ich überfliege jetzt einfach nochmal ein bisschen die Sachen hier. Bin gerade in London, bin für einen neuen Fuhrpark, okay. Ich hätte gerne einen Neubeginn, aber würde es als Fanprojekt lassen. Ja, das Thema Fanprojekt kam wohl bei einigen sehr, sehr gut an, habe ich jetzt so mitbekommen. Was ich natürlich auch irgendwo verstehen kann, muss ich gucken. Ich bin nicht sicher. So. Urlaub. Beginn lieber neu. Du bist der coolste Werner. THB, vielen lieben Dank. Dankeschön. Geh bitte auf die Mühlkreis Mittelland Map. Wäre die richtig, weil die hier richtig cool ist. Hat der Johannes, genau. Der Jonas hat es geschrieben. Jonas, Dankeschön auf alle Fälle. Die Swiss Touch ist in meiner Meinung nach die beste. Okay. Holzer Map. Ich bin in Kroatien. Fuhrpark bitte mitnehmen. Ja. Ganz quer durch die Bank. Wie viele Kommentare waren das jetzt eigentlich, was ich jetzt so überblättert habe? Gestriges Video waren Kommentare, bestimmt im dreistelligen Bereich. 265 Kommentare. Das ist schon verdammt viel, muss man sagen. Vielen lieben Dank dafür, meine Güte. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Kommentare geschafft, aber schon einige. Die Richtung ist klar, wohin es gehen soll, zumindest für mich. Und ich werde das natürlich auch so machen, weil ich werde dich irgendwas fragen und so weiter und dann nehme ich es nicht an, weißt du, das ist ja auch Quatsch. Da haben wir noch einen Kommentar von Matti. Ich würde es cool finden, wenn du alles verkaufst. Okay. Aber warum ich den New Holland genommen habe, der hat auch 9 Meter Schneidwerk. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Lass mich mal gucken, damit ich jetzt kein Blödsinn. Ah ja. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wäre natürlich viel billiger gewesen, ne? Ist ja auch klar. Ist ja, finde ich auch, ist ja auch, ne? Also, naja. Was sollst du machen bei mir? Hopfen und Malz verloren, hat man mal früher gesagt. Gut.
liebe Leute, ich danke euch ganz herzlich für die ganzen Kommentare. Ich bin wirklich bemüht, da auf einiges einzugehen. Schreibt fleißig Kommentare. Ich werde da immer wieder mal ein bisschen reinschauen. Nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Und bedanke mich erstmal fürs Dabeisein. Für den heutigen Tag sind wir fertig. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Provence im Lieblingsprojekt. Welche Videos heute noch kommen, weiß ich noch gar nicht. Es ist ja schon ziemlich spät. Ich habe heute noch nicht so viel Zeit gehabt, weil ich heute noch ein bisschen Family Time hatte. Was auf alle Fälle noch kommt, ist die Südhermann heute. Um 16 Uhr habe ich schon aufgenommen. Aber viel mehr weiß ich noch nicht. Müssen wir nochmal gucken. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.